Hallo und herzlich willkommen bei Understanding Dogs, dem Kanal für Hundeerziehung mit Herz und Verstand. In diesem Video seht ihr den zweiten Teil der Ausbildung. Das heißt, ihr könnt sehen, wie wir mit unserem Welpen Sunny das Auslassen von Gegenständen geübt haben. Und wenn ihr den ersten Teil dazu noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch auf jeden Fall an. Wir verlinken den unten in der Videobeschreibung. Hier seht ihr, wie Sunny sich schon mal auf das Video vorbereitet, indem sie an einem Stück Pansen knabbert. Und das werde ich ihr gleich abnehmen, einfach um zu demonstrieren, dass das tatsächlich klappt, wenn man es dem Hund so beibringt, wie in der Videobeschreibung gezeigt. Wollen wir doch mal sehen, ob das klappt. Sie will ihn ja liebsten schnell wegtragen. Lass das mal sein. Sunny, aus. Ja, es ist irgendwie fast schon ein bisschen witzlos zu zeigen, weil es bei ihr so gut funktioniert, dass sie halt auslässt, wenn ich danach greife. Und sie halt auch total brav da sitzt, weil sie halt gelernt hat, okay, sie darf es erst nehmen, wenn sie mich anguckt, ich ja sage und so weiter. Also man sieht, wenn man das mit dem Welpen schon vernünftig übt, dann hat man da bei größeren Hunden echt null Probleme mehr mit. So wenig Probleme, dass es jetzt fast witzlos ist, es zu zeigen. Und dass wahrscheinlich alle Leute sagen werden, ja, aber wenn sie jetzt einen Hund hätte, der richtig brummig ist und der nicht alles einfach so mit sich machen lässt, dann will ich das mal sehen, wie sie das mit dem macht und so. Nur das Ding ist, wenn ihr es als mit dem kleinen Welpen schon vernünftig übt, dann werden die Hunde gar nicht erst so. Also dann sind die einfach so, ja, dann sind die einfach so relaxed und entspannt wie sie jetzt. Ich meine, hey, es geht hier um ein Stück Pansen und das ist ein Hund, für den ist Futter alles. Wenn jetzt hier der Finn säße an meiner Stadt, also unser anderer Hund, dann würde sie brummen, dass ihr merkt, ey, mit der ist nicht gut Kirschen essen, ne? Also den lässt sie nicht an irgendwelches Futter ran. Auch nicht, wenn sie mal irgendwie kotzen muss, halt an Erbrochenes, da lässt sie den Finn auch nicht ran. Und bei uns ist es halt, eben durch diese Übung, ist es halt voll easy, ne? Ich kann jetzt einfach so danach greifen, sie schnappt nicht, sie brummt nicht, sie macht gar nichts. Sunny, aus. Nee, du schummelst, mach mal aus. Und ich kann es ihr halt ganz einfach abnehmen. Manchmal ist es so, wenn sie so ein langes Ding hier im Mund hat, was dann irgendwie schon so halb runtergeschluckt ist, dann dauert es ein bisschen länger, bis sie aus ist. Dann schiebe ich halt noch mal so ein bisschen die Hand dazwischen, dann klappt das. Aber nehmt jetzt nicht einen großen Hund und schiebt einfach eure Hand dazwischen, ne? Wenn ihr das mit, als Welpe nicht geübt habt. Dieses mit der Hand dazwischen, das klappt jetzt bei ihr, weil ich es halt als Welpe so mit ihr geübt habe. Also jetzt nicht, ne? Wenn ihr so einen Hund habt, der schon knurrt und schnappt und wo ihr sowieso unsicher seid, dann noch mit der Hand dazwischen. Das ist nicht empfehlenswert. Ihr wollt ja eure Finger auch behalten. Okay, hier, kannst weiter essen. Wir machen heute mit der Ausübung weiter und ich muss mich hier mal gerade ein bisschen präparieren. Wir brauchen wieder die Ecke. Oh, ich stehe jetzt aber Staubsauger muss. Ich gehe mal runter, oder? Wir hatten sie letztes Mal in die Ecke gestellt, damit sie nicht, damit sie nicht nach hinten weglaufen kann. Ist übrigens total empfehlenswert, wenn so ein Sauger funktioniert. Super. Also selbst bei den ganzen Hunden hier im Haus. Das ist erstaunlich. Nase weg. Ich war nämlich wieder im Zoofachgeschäft und habe mir Folgendes besorgt. Nase weg von meinem Mikro-Teil. So. Und zwar einmal so ein Röllchen. Ich muss mal eben gucken, ob es hier noch eingesteckt ist. Alles so wie soll. Ja, ist es. Solange das der Hund dran zieht. So ein Röllchen, das ist, ich glaube, irgendwie so Kalbshaut oder irgendwie so ein Kram. Also da sind jetzt, ist jetzt ohne Zusatzstoffe, das ist nicht so eine gepresste Wurst, sondern einfach so aufgedrehte Haut. Nicht ganz so spannend wie der Pansen, den wir letztes Mal hatten. Und dann habe ich was noch viel leckerer ist. Ich habe ja gesucht und habe gedacht, was kann leckerer sein als dieses Röllchen? Der Pansen, na klar, den wollte ich jetzt aber gerade mal nicht nehmen, sondern ich wollte kleine einzelne Teile haben, die sie schnell essen kann. Und bin dabei auf diese wunderbar stinkenden Fische gekommen. Allerlei vom Fisch oder so stand da drauf, ne? Irgendwie so. Oder was stand da? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Riecht auf jeden Fall. Es war so beschrieben, als wäre es jetzt irgendwie ein Gourmet-Restaurant. Es stinkt tierisch, aber. Fischfabrik. Genau, was ich jetzt brauche, sind so die etwas kleineren Fischchen. Ich sortiere mir da mal eben so ein paar von raus. Man kann auch was anderes nehmen. Jetzt wichtiger ist nur, dass man eine Sache hat, die der Hund auslassen kann und eine andere zum Belohnen,
die besser ist, als die, die der Hund auslässt. Und ich behaupte mal, diese Fische hier findet sie besser als das Röllchen. Man kann das vielleicht sonst auch irgendwie mit Fleischwurst machen oder sonst was. Ich habe jetzt dies hier genommen. In den Fleischwürsten ist auch immer sehr viel Salz drin. Also da muss man allerhand anderer Kram den Menschen aus irgendwelchen Gründen essen. Aber die mein Hund jetzt nicht essen soll. So, das heißt, ich sortiere mir jetzt ein paar raus, die ein bisschen kleiner sind. Also hier sind auch welche, die sind so groß, das wäre mir jetzt zu groß für sie. Ich brauche jetzt den ganzen Kleinkram. Daneben steht mein Kaffee, direkt neben den Fischen. Lecker. Gut, fangen wir einfach mal an. Mausi, hä? Du weißt schon, was jetzt kommt. Fische, ich überlege mal, wie ich mir die deponiere. Vielleicht auch einfach hinter mir. Zack. 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 Warte ich wieder, dass sie mich anguckt. Sie soll ja nicht einfach von alleine irgendwas nehmen. Das hatten wir ja schon mal geübt. Nee, das war zu kurz, das gilt nicht. So, jetzt lasse ich sie da wieder so ein bisschen dran rumkauen und irgendwann sage ich aus und nehme ihr das weg mit diesem Handzeichen, was wir ja schon hatten. Ach, guck mal, das hat sie noch behalten, das ist ja super. Ja. Jetzt ist es auch noch nicht so angemuckelt, ist noch nicht so interessant. Ist jetzt noch ein bisschen angesapscht, damit es schmeckt wahrscheinlich aus. Jetzt war ich nicht schnell genug, habe ich mich hier immer ein Ding vertüdelt. Guck mal hier. Den nehmen wir. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, den machen wir einfach nochmal. Guck mal her. Das Mikro-Ding ist mir im Weg, das muss jetzt irgendwann mal wachsen. Und du, alter Frosch. Ja, man sieht, die Fische sind wesentlich interessanter. Hier kannst du dran kauen, nicht an den Fischen, die kriegst du noch nicht. Ja, wir haben in letzter Zeit auf Platz geübt, das merkt man jetzt. Der Hund probiert jetzt so ein bisschen rum. Und denkt, naja, ich lege mich mal hin, das war die letzten Male irgendwie immer richtig. Ich probiere mal so ein bisschen aus, ich biete mal einfach irgendwas an. Das ist normal, dass Hunde das dann so ein bisschen vertüdeln, wenn man mehrere Sachen parallel übt. Dass sie dann eine Sache anbieten, die eigentlich zu einer anderen Übung gehören. Das ist aber völlig, völlig normal. Jetzt mache ich es anders, jetzt packe ich mir den Fisch mal erst in die Hand, aber so, dass sie ihn noch nicht so direkt sieht. Also es geht nur darum, dass man ihr jetzt damit nicht unter der Nase rumfuchtelt. Und nach dem Motto, wenn du auch schön brav auslässt, dann kriegst du einen Fisch. Natürlich riecht sie den, sie weiß, dass er da ist, sie weiß auch wahrscheinlich früher oder später, dass ich ihn hier schon in der Hand habe. Aber trotzdem ist sie mit den Gedanken, glaube ich, gerade mehr hier bei dem Ding. Aus. Ich merke gerade, dass diese Stangen noch nicht ganz ideal sind, weil die sich so lang kauen. Das heißt, sie braucht auch unheimlich lange, selbst wenn sie auslässt, bis sie sozusagen den ganzen Geflunsche da irgendwie aus der Schnute wieder raus hat. Ja? Denn sie hat ja irgendwie schon halb im Rachen da drin. Ne? Aus. Total blöd mit dem Ding hier. Das muss irgendwie mal ab. Ich mach das mal eben ab. Das ist ja jetzt unmäßig. Kannst du mir mal eine Schere holen oder sowas? Irgendwas, womit ich das eben abmachen kann. Schere. Also dabei, das ist jetzt total gut. Ne? Das ist so lang gekauft, das kann sie gar nicht mehr schnell auslassen. Weil das irgendwie so ein komisches, lang gekautes Ding ist. Eklige Dinge gehen vor sich im Hause. Ja. Ja, vergiss es, das lange Ding habe ich abgemacht. Aus. Ja. Ich glaube, das war eine gute Idee, das so zu machen. Ja. Aus. Ja. Ja, das war schön, hat sie schon fast alleine ausgelassen. Sehr gut, sehr gut.
Ein Fischkopf. Ja. Aus. Ja. Man sieht, sie beginnt allmählich zu begreifen. Also es geht jetzt schon ein Tick schneller. Manchmal lässt sie schon los. Das sind dann so die ersten Zufallstreffer. Und das baut man einfach aus, indem man übt und übt und übt. Ja. Aus. Ja. Also Fahnenzeichen funktioniert schon ganz gut, wenn meine Hand hier ist, lässt sie los. Das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wann das auch mit Sichtzeichen funktioniert. Da ist der Fisch, glaube ich, irgendwie verkehrt gerutscht. Können wir mal eben gucken. Fehler behoben. Fehler behoben. Wir müssen mal echt die kleinen nehmen. Ich glaube, die größeren. Jetzt noch mal irgendwas trinken, schnell. Mit den großen ist das irgendwie doof. Hä, was hat sie denn jetzt vor? Weiß ich nicht. Ach so, du hast gedacht, wir hätten ja schon wieder was an deine Kiste. Manchmal tun wir ja auch was in die Kiste rein. Am Ende tue ich immer das Ding in die Kiste. Wahrscheinlich denkt sie, das Ende. Ja, ist schon fertig jetzt das Spiel. Jetzt guckt sie schon mal nach, ob wir da was rein. Das haben wir aber noch nicht. Haben wir noch nicht. Es geht noch weiter. Aus? Ja. Also aus heißt jetzt für sie, in dem, was bei ihr jetzt ankommt, übersetzt. Aus heißt, lass das langweilige Ding los und es gibt lecker Fisch. Deswegen macht sie es auch gern. Also jetzt, wo sie es anfängt zu begreifen. Ja. Aus. Ja. Also man darf halt, wenn man sowas übt, auch nicht gleich am Anfang sagen, oh, das funktioniert nicht, der Hund lässt ja nicht aus und so. Die brauchen einfach eine Weile, um das zu begreifen, weil sie ist mit ihren ganzen Gedanken ja bei diesem Ding. Und damit ist der ganze Kopf voll, nur von diesem Kauröllchen. Und dann noch, ich sag mal so, wie soll man sagen, sich da nicht so reinzusteigern, sondern so bei Sinnen zu bleiben, dass man noch mitkriegt, was sie mitkriegt, was sag ich und wo ist eigentlich der, also wo kriege ich eigentlich die Belohnung? Ja. Das erfordert schon viel gerade, ne? Also das dauert einfach eine Weile. Also nicht irgendwie einmal probieren und sagen, funktioniert nicht, sondern einfach eine Weile machen. Der Groschen muss auch erstmal fallen bei ihr, so ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf, weil jetzt hat sie es wieder so weit im Rachen hängen. Wir nehmen einfach nächstes Mal weiter. Ich gucke mal, ob ich noch was finde, was noch ein Ticken besser geht. Können sich jetzt natürlich fragen, warum übe ich das direkt mit solchen leckeren Sachen, wo es ihr natürlich voraussichtlich schwerfällt, loszulassen. So, jetzt ist es in einer Kiste drin. Mal gucken. Man kann ja immer so oder so üben. Man kann entweder mit Sachen üben, die ganz einfach sind, also mit irgendwie Spielzeug, was sie eh nicht so gerne hat, oder irgendwelches Essen, was sie eh nicht gerne isst oder so. Oder man fängt halt schwierig an und macht es sich hinterher einfacher. Ich weiß halt, wenn ich sie am Ende dazu habe, dass sie ein Stück Pansen einfach auslässt, wenn ich sage aus, dann wird sie auch alles andere auslassen. Wohingegen ein Hund, der ein Spielzeug auslässt, das bedeutet noch lange nicht, dass er ein Stück Pansen auslässt. Und deswegen übe ich es für mich so rum, weil ich weiß, okay, wenn der Drops mit dem Pansen gelutscht ist, dann hat sie es auch bei allen anderen Sachen, wird sie es dann auch tun. Mal, was war das? War hatten wir so ein komisches Kauröllchen, ne? Das ging nicht so schön, weil sie die so schnell weich gekaut hatte. Und das war irgendwie blöd. Auslassen für sie eigentlich schwieriger, als es sein muss. Diesmal nehmen wir dieses Ding hier, so ein Ochsenzimmer. Ich hoffe, das klappt besser. Du schummelst. Ja. Ich glaube, den kriegt sie nicht so schnell weich. Vor allen Dingen gibt es dann, glaube ich, nicht so einen langen, komischen Dings da dran. So ein weich gekautes Teil. Ach so, das Doofe ist, jetzt habe ich sie gar nicht in die Ecke gesetzt. Aber egal, vielleicht klappt es auch so gerade. Müssen wir sie erst machen.
Einfach mal versuchen. Ich halte sie jetzt hier so ganz leicht fest, damit sie mir damit nicht abhaut. Aus. Ja, na, dann lass mal nicht auf Anhieb geklappt hat. Das hat mich jetzt selber so ein bisschen überrascht. Ich habe das zwischendurch jetzt auch bei Spielzeug schon mal öfter gemacht, wenn ich was hatte, wo sie mit Finn irgendwie dran gezogen hat. Wir haben hier irgendwo so einen alten Socken liegen. Weiß ich gerade gar nicht. Ach da, ja, das ist so ein alter Socken, da haben wir rechts und links und ich hole mal eben her. Da haben wir rechts und links so eine Knoten reingemacht und da ziehen sie immer jeder auf einer Seite. Finden sie total witzig. Dieses olle Teil hier. Und da habe ich das schon mal öfter gemacht, dass ich dann dazwischen gegangen bin und nee, bleib mal hier so kleiner Film. Und halt ausgesagt hat, jetzt wollte sie es da dann hinten ins Köpfchen machen. Guck mal hier. Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Genau, und da habe ich es schon öfter mal geübt und das hat auch sehr gut geklappt. Also wie man sieht, man kann das Spielzeug echt auch einfach selber bauen. Ne? Einfach so ein Stück Stoff, zwei Knoten rein. Oder auch ohne Knoten geht auch, aber dann fraselt das immer so schnell auf. Wo ist er denn? Da. Wo ist er denn? Da ist er. Aus. Ich finde es halt auch ganz schön, wenn man den Hund überall anfassen kann, auch wenn er gerade frisst. Ist halt auch wichtig, dass man irgendwie so mitmachen kann oder so. Sollte man sowieso können, auch in jeder Situation. Also auch wenn sie jetzt kurzes Fell hat, das macht zum Beispiel auch Sinn, sie mal zu bürsten, mal in die Ohren zu gucken, mal irgendwie sich die Pfoten anzugucken, überall so mal rumzufriemeln, damit die Hunde das einfach lernen. Es gibt ja auch Hunde, die lassen sich nicht bürsten oder so. So große erwachsene Hunde, einfach weil sie es nicht kennen. Und wenn man das früh übt, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. So, bleib mal hier. Das ist jetzt mein Fehler. Ich hätte sie einfach in die Ecke tun sollen. Das mache ich jetzt nochmal. Also man kann diese Übung natürlich auch nur mit was üben, was sie nicht gleich verschluckt. Ne? Nicht direkt am Anfang mit irgendwas üben, was sie sofort in die Backe schieben und verschlucken kann, also irgendwie, was weiß ich, ein kleines Leckerchen oder irgendein Stück Wurst oder keine Ahnung was. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass einige Menschen erst auf die Idee kommen, dass der Hund das können muss, wenn er irgendwas aufgenommen hat, was draußen rumlag. Und dann ist es oft so, bevor man das aus der Hundeschnauze rausgepult kriegt, wenn der Hund es überhaupt zulässt, wenn er dann nicht irgendwie krantig wird, hat das dann auch verschluckt, also quasi in Sicherheit gebracht. Und das ist halt der Vorteil bei diesen ganzen Kaugegenständen. Die kann sie halt so schnell nicht verschlucken, kann sie am anderen Ende auch festhalten, kann sie auch zwischendurch mal loslassen, ist auch kein Ding. Das mit dem Loslassen habe ich halt am Anfang nicht gemacht, weil ich nicht wollte, dass sie dieses, wenn ich danach greife, hat. Ne? Dann nimmt sie schnell den Kopf weg, so, ah, nimm es mir nicht weg. Das ist nicht gut, wenn ich da ankomme, das mache ich aber trotzdem. Aus. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal für heute. Ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Verlauf, wie das funktioniert. Weil ich wirklich, ich brauche nichts mehr groß schieben, ich brauche nur noch so meine Hand einmal hochnehmen. Dann hat sich das heißt, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Also wenn das mit dem Sichtzeichen schon klappt, dann hat der Hund die Übung an sich akzeptiert. Also dass sie das auslassen soll, wenn ich es ihr sage, hat sie im Grunde akzeptiert. Sie hat nur noch nicht das Sichtzeichen verknüpft mit dem... Mit dem Auslassen, das Hörzeichen verknüpft mit dem Auslassen. Aber das ist jetzt einfach eine Frage der Übung. Also 3, 4, 5 Mal noch geübt, dann passt das auch.